Was wir euch auch noch beichten müssen, ist... Ich will um die Welt fliegen, will mich wiedersehen. Ich will mich wieder erkennen, auf Wiedersehen. Guten Morgen. Hey. Der ist süß. Der ist ja süß. Schaut mal. Mit so eine spitze Nase. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht. Mischung zwischen Maus und... Ja, und Eichhörnchen. Der läuft sogar so wie ein Eichhörnchen. Da ist wieder so einer. Ja, liebe Freunde, einen guten Morgen noch einmal. Das ist jetzt unser letztes Frühstück hier bei dieser Aussicht, denn heute geht es weiter. Wohin, erfährt ihr gleich. Erstmal ab zum Buffet. Das scheint wieder gleich auszusehen. Zwei Tortillas wieder. Oh, die sehen aber ein bisschen anders aus heute. Pardon me. Glasnudeln. Erstmal gibt's Wasser, Kaffee und Obst. Und dann kommt der Rest. Na? Also ganz schön artenreich heute. In der Früh. Das ist doch ein ganz süßer hier. Jetzt sind es zwei. Also nice sieht das Ganze ja schon aus hier. Und das sind so Glasnudeln hier oder so, ne? Ja, die sind voll lecker. So ein bisschen rosa sahen die aus. Geil. Hey, mein Freund. Ja. Und noch mit Chicken. Aber nur, damit er was abkriegt. Ich mag Chicken, das ist gierig und die Knochen. Chicken. Ja, wie sehen können, sind wir jetzt zu zweit. Ja. Unsere Freunde sind weg. Und ja, die Stimmung ist natürlich jetzt wieder so ruhig. Die zwei actiongeladenen Personen fehlen plötzlich. Aber worauf ihr wartet, was wir euch auch noch beichten müssen, ist, das ist erstmal unsere letzte Mahlzeit, unsere letzte gemeinsame Mahlzeit hier mit Katja auf der Weltreise. Denn wir reisen ab heute separat weiter. Ja. Ihr könnt die Reise natürlich trotzdem weiterverfolgen. Es geht auch weiter, nur... Wir haben uns entschieden, separat weiterzureisen und jeder für sich eigene Erfahrungen zu sammeln. Und ja, das ist wohl der ausschlaggebende Grund. Ja. Wird auf jeden Fall auch eine aufregende Zeit für uns. Genau. Ja. Und es wird an Videos natürlich weiterhin geteilt, was geteilt werden kann. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht zu sehr zu Herzen, sondern verfolgt das Ganze weiter. Danke fürs Zuschauen. Ja. Für die Daumen hoch. Ne? Ja. Adios. Ja. Jetzt geht's los. Katja bleibt noch bis mittags hier. Ja, bis Nachmittag sogar. Bis Nachmittag sogar, ja, stimmt. Und ich düse jetzt ab, das ist jetzt 8:30. Der Shuttle-Service wartet schon. Denn bringt er mich rüber zur Fähre und von dort aus gibt es ein, ja, was ist das, ein Speedboot oder irgendein Scheiß, keine Ahnung. Ja, so eine Fähre bestimmt. Ja, aber eine schnelle. Und dann geht's rüber nach Phuket. Ja, meine Freunde. Vielleicht werden wir uns dann mit Katja zufällig auch mal treffen. Vielleicht, ja. Weil ein paar Tage werde ich da schon sein. Wir sehen uns auf jeden Fall auch mal mit der Karte. Definitiv. Und tauschen uns aus, wo wir gerade sind, was wir gerade machen. Je nachdem, die Reise geht weiter. Tschüss Katja!
So, da sind wir nun auf eigenem Fuße. Yeah. Be careful. Oh. Ja, ganz schön krass. Schau mal, wo ich sitze. Direkt hier. Und es geht bergauf. This is crazy. Also ich habe hier so ein Ticket jetzt mir online geholt und muss hier am Counter erstmal ein Check-in machen, bevor es dann nach Phuket geht. Jetzt habe ich hier wieder so einen Aufkleber gekriegt und mein Ticket und so, es kann theoretisch auch losgehen. So, tschüss Kotau. Jetzt geht's auf das Bötchen da. Oh, der riesengroß. Das wird ja doch spannend hier. Ja, jetzt sind wir hier wieder auf Kupangan angekommen und ja, 10:30 etwa, kurz nach 10:30. Jetzt muss hier 1,5 Stunden bis 12 Uhr hier ja, irgendwie die Zeit totschlagen. Naja, es stand eigentlich nur was von einer Fähre. Naja. Ich fahre gerade zur Party auf Malle. Gar keine Frage, ich arbeite gar nicht. Ich chill noch mehr, wenn ich will, dann geht es ab. Ich still, sondern lebe eben wie ich lebe mal. Ich fahre gerade zur Party auf Malle. Gar keine Frage, ich arbeite gar nicht. Ich chill noch mehr, wenn ich will, dann geht es ab. Nicht still, sondern lebe ab. Eben wie ich leben mag. Ja, unsere Speedfähre ist wieder da. Genau um 12 geht's hier weiter. In meinem Leben ist jeder Tag sunny. Du fragst, wie kann das angehen, wie macht das Akadi? In meinem Leben ist jeder Tag Party, es sei denn ich hab Kater, keine Mock, der nämlich gar viel. In meinem Leben, da zählt nur der Genuss, nur Fun, nur Leidenschaft, so wie ein Kuss. Ich kann nicht anders, ich muss der Größte hier sein, wie auf den Straßen der Bus. Ich fahr alles platt, wenn ich fahr, wenn ich cruise. Und mach niemals das, was du sagst, wie ein Boss. Das ist großartig, ich feier das. Darauf hab ich gewartet, wie die Geier auf Ass. Nun hab ich ihn mir erfüllt, Traum wurde wach. Ich hab mein Leben so entspannt, wie das der Buddha hat. Ich lass mich nie wieder verwirren, Buchstaben Salat. Habe neu angefangen, ein guter Neustart. Ich fahre gerade zur Party auf Malle. Gar keine Frage, ich arbeite gar nicht. Ich chill nur mehr, wenn ich will, dann geht es ab. Nicht still, sondern lebe. Nein, das ist nicht Bremerhaven, das ist immer noch Thailand. Und jetzt geht's nach Phuket. Wird wohl ein paar Stündchen dauern. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wir haben schon viel geschafft, Leute. In meinem Leben ist alles richtig, denn wir erleben, was gerade geht, das war richtig. Mein Leben, Luxus, arbeiten gehen wir nicht gut zu. So, ich bin angekommen hier in Phuket. Ja, Bus, direkt Taxi, 450 Baht. Läuft alles hier so. Hier im Schnürchen, du musst gar nichts machen, nur bezahlen und du bist da. Musst du mir nochmal eben Schlüssel besorgen und die Villa hier hinten finden. Ich zeige euch das morgen, wie das da aussieht und sag für heute schon mal gute Nacht. Bis morgen.